vorverpackter Gouda aus dem Kühlregal. Welcher ist besser? Markengouda, Discounterprodukt oder Bio? In unserem Test günstiger Scheibengouda von Lidl und von Aldi Süd. Zwei holländische Markenprodukte von Frico und etwas teurer von Beemster. Außerdem Bio-Gouda von Alnatura und von Andexa. Zunächst geht es um den Geschmack der Produkte. Und den wird sie für uns testen. Dorothee Lehmann ist Käsehändlerin und Frommelière. Mit internationalen Käsespezialitäten kennt sie sich bestens aus, natürlich auch mit Gouda. Gouda darf in keiner Käsetheke fehlen. Also gerade Kinder mögen gerne jungen Gouda. Ich mag es gerne ein bisschen kräftiger und von daher tendiere ich eher zu einem etwas älteren Gouda. Der Junge ist einfach bei der ganzen Familie sehr beliebt. Zweiter Tester, Olaf Seid. Er ist Landwirt und Milchtechnologe auf einem Demeterhof. In der hofeigenen Käserei stellt er handwerklich Bio-Gouda her. Ein junger Gouda braucht wenig eigene Charakteristik, wenn er jung ist auf jeden Fall. Er sollte cremig sein, darf so einen, finde ich, einen milchigen, sahnigen Geruch haben. Was man auf keinen Fall schmecken sollte, finde ich, ist Salz. Der hat dieses leicht sahnige. Ja, der gefällt mir gut. Ja. Unsere Käsekenner wissen nur, dass gleich junger Scheibengouda verkostet werden soll. Das heißt, Käse, der etwa 5 Wochen gereift ist. Um welche Marken es sich handelt, bleibt vorerst geheim. Ja, dann lass uns mal loslegen. Den Anfang macht ein Markenprodukt, ein holländischer Gouda mit Trockenrand von Frico. Aber so richtig? Käsig riecht da nicht die Nummer 1. Also das Erste, was ich, also nicht das Erste, aber das Zweite, was ich schmecke, ist Salz. Ja. Das ist überhaupt kein... Die Konsistenz ist in Ordnung. Also man, ich finde, das ist so ein solider Gouda, der eine mittlere Qualität hat. Jetzt habe ich ihn fast ganz aufgegessen, der salzigen Käse. Dann gehen wir mal an Produkt 2. Und das ist der günstige Aldi-Gouda. Produkt 2 hat eine ganz andere Form, hat nämlich keine Rinde. Ja, kein Trockenrand, ganz eckig, das ist mit Sicherheit eine Blockform, die foliengereift ist. Ja, der ist nicht aus dem Leib geschnitten, das sieht man relativ eindeutig. Aber woraus wurde er dann geschnitten? Was einen Blockkäse von einem Gouda-Leib unterscheidet, zeigt dieses Video. Bei der industriellen Herstellung wird der Käse teilweise in große Blöcke gepresst und dann in Folie verschweißt. Eine Rinde bildet sich bei dieser Art der Reifung nicht. Und wie ist das Aroma vom Aldi-Käse? Bisschen nichtssagend. Er hat so ein bisschen was von Scheiblette, finde ich. Ja. Der ist ja, guck mal, wie elastisch der ist. Das ist ja krass. Bisschen gummiartig, ne? Ja. Der von Lidl geht glatt als Zwilling durch. Es sieht sehr ähnlich aus. So ein bisschen wie Hotelkäse. Da liegen 3 verschiedene Sorten. Sie sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Sie schmecken aber fast alle gleich. Und das scheint mir eine ähnliche Art Käse zu sein. Geschmack ist das eine. Wir lassen unsere Käse auch von einem unabhängigen Lebensmittellabor checken. Und zwar auf die Plastikweichmacher Phthalate. Es besteht nämlich die Gefahr, dass sich solche Stoffe aus der Kunststoffverpackung lösen und in den Käse übergehen. Ob gesundheitsschädliche Weichmacher in unserem Käse stecken, erfahren wir später. Weiter mit unserer Verkostung. Das nächste Produkt ist wieder ein Gouda aus Holland. Hier zu erkennen an dem EU-Ursprungssiegel. Der ist aus dem Käseleib wie der erste. Also keine Blockform. Mhm. Der hat ein Coating außen drumherum. Das Coating ist die Schutzschicht vom Gouda. Meist ist sie aus Kunststoff. Beim Beemster steckt darin ein Antipilzmittel zur Konservierung. Die Rinde also lieber großzügig wegschneiden. Also hier ist, glaube ich, ganz klar, die Farbe, die sticht aus allen heraus. Der ist deutlich dunkler. Was jetzt eigentlich eher für einen etwas länger gereiften Gouda. Also das ist oder gefärbt. Es ist gefärbt. Das ist gefärbter Käse. Der Blick auf die Zutaten zeigt, richtig getippt. Etwas voller im Geschmack, finde ich. Aber er ist auch wieder
salzig. Ich finde, das Salz kommt wieder durch. Ja. Also direkt weiter zu den Bioprodukten. Dieser Gouda hier kommt von Alnatura. Ist wieder relativ gummig. Doch, das ist nicht das einzige Problem mit diesem Produkt. Der hat direkt eine Bitternote. Ja, boah. Mhm. Also ich... Bitter für den Bio-Gouda. Bei unserem Geschmackscheck fällt er durch. Und der letzte Kandidat von Andexer kommt kaum besser weg. Das geht schon mehr so Richtung Tilsiter ähnlich. Mhm. Der sind ja auch eben untypische Löcher, ne? Fällt einem schon wieder aus dem Mund, so viele Löcher hat er? Ich habe das Gefühl, man hat wie Käsebruch im Mund. Fast ein bisschen sandig, finde ich das im Mund dann. Hatte ich jetzt gerade das Gefühl. Also die Konsistenz ist irgendwie komisch, sag ich mal. Gibt es denn überhaupt einen Favoriten? Wenn ich jetzt überlege, was würde ich mir aufs Brot legen, dann würde ich eher die Nummer 2 und Nummer 3, glaube ich, wählen, wo eben kein Salzgeschmack hervortrat. Wenn ich einen Favoriten nennen müsste, dann wäre es die Nummer 4 tatsächlich. Ich würde allerdings immer ein Stück Käse bevorzugen, weil das Aroma im Stück Käse immer noch mal ein ganz anderes ist, als das, wo die Scheiben schon vor Wochen eventuell sogar auch schon geschnitten wurden. Geschmacklich top abgeschnitten hat bei uns kein Produkt. 5 landen im Mittelfeld. Schlusslicht ist der bittere Alnatura Gouda. Was bei vorverpacktem Käse auch negativ ins Auge sticht, ist der Plastikmüll. Und der belastet nicht nur die Umwelt. Im Labor haben wir unsere Produkte auf Plastikweichmacher untersuchen lassen. Das Ergebnis? Kein Gouda ist völlig frei von Weichmachern. Die gefundene Menge liegt jedoch weit unter den zulässigen Höchstwerten. Negativ fällt jedoch der Bio-Gouda von Andexer auf. Ausgerechnet in dem Bioprodukt steckt der Weichmacher Tributylphosphat, der im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Wir fragen beim Bundesinstitut für Risikobewertung nach. Die Experten kommen angesichts der geringen Menge zu dem Schluss: Entsprechend ist auf Basis des derzeitigen Kenntnisstandes von keinem Risiko für den Verbraucher auszugehen. Ob der Stoff aus der Verpackung oder aus dem Produktionsprozess stammt, ist unklar. Die Firma Andexer versichert: Uns liegen Nachweise unseres Verpackungslieferanten vor, dass Tributylphosphat, TBP, in den Verpackungen für unsere Produkte nicht eingesetzt wird. Wir haben daher intensive Untersuchungen angestellt. Aus den Ergebnissen werden wir entsprechende Konsequenzen ableiten. So richtig überzeugt hat uns keiner der Scheibenkäse. Immerhin gibt es mancherorts die Möglichkeit, auf Plastik zu verzichten, indem man lose Ware kauft. Und wenn ihr jetzt noch mehr Videos von uns sehen möchtet, schaut doch mal hier. Und zur ganzen Sendung geht es da.